Rechtsanwalt Dr. Christian Horvaths zweiter Fall führt nach Wien, wo er auf eine alte Bekannte trifft. So, ich besuche jetzt die Frau Alper, das ist ja schon eine alte Bekannte, die habe ich schon mal vertreten gegen so eine dubiose Kreditvergabefirma. Sie hat mir jetzt angerufen und gesagt, sie hat wieder ein großes Problem. Es geht um einen Wohnungsverkauf, obwohl sie die Wohnung nicht verkaufen wollte. Und sie hat ein Problem mit einer Person. Ich habe jetzt kein gutes Gefühl, aber ich höre mir das Ganze mal an und vielleicht kann ihr helfen. Rückblick. Vor 5 Jahren hoffte Ingrid Alper, einen Kredit zu bekommen und geriet an ein dubioses Finanzunternehmen. Dieses jubelte Menschen, die dringend einen Kredit brauchten, kostenpflichtige Kreditvermittlungen unter, ohne dann jemals Kredite zu vergeben. Das Unternehmen schädigte Tausende, auch Frau Alper, und wurde schließlich aufgelöst. Nach den damaligen Geschehnissen versucht Ingrid Alper, positiv nach vorne zu schauen. Doch finanzielle Sorgen bleiben ein ständiger Begleiter. Ich habe versucht, einen normalen Kredit zu bekommen bei einer österreichischen Bank. Und das ist unmöglich, unmachbar gewesen. Das Gehalt war zu nieder und Immobilien sind nicht mehr anerkannt. Das genügt keiner Bank. Etwa 25.000 Euro Schulden hatte Ingrid Alper bei verschiedenen Personen und Institutionen damals angehäuft. Da sie diverse Ratenzahlungen nicht mehr tilgen kann, sichern sich einzelne Gläubiger ihre Rechte durch Eintragung von Pfandrechten ins Grundbuch. 2017 soll dann ihre Wohnung plötzlich versteigert werden. Ich habe überraschenderweise einen Anruf bekommen von einer Dame, die gesagt hat, dass diese Wohnung hier zur Versteigerung steht. Und sie steht bereits auf der Versteigerungsliste, der Öffentlichkeit zugänglich. Dann habe ich mich erschrocken, habe mich so gewundert. Sie hat gesagt, sie würde gerne vorbeikommen und würde mit mir gerne darüber reden, wie wir das verhindern können. Sie kennt einen Investor und der würde mir heraushelfen. Und ich werde doch nicht mit meinem Hund, der Nino, auf der Straße landen wollen. Ingrid Alper schaut im Internet auf der Versteigerungsliste nach. Ihre Wohnung sollte tatsächlich versteigert werden. Einziger Lichtblick in dieser dramatischen Situation war der vermittelte Investor. Er würde mit einem Darlehen die Schulden vorerst bezahlen. Die Dame bahnte den Deal an, ihren Darlehensgeber sieht Ingrid Alper aber erstmals in einer Anwaltskanzlei. Ich habe den Vertrag in der Hand gehalten, wollte ihn lesen und dem gesagt, nein, das geht nicht, unterschreiben. Unterschreiben Sie jetzt, das geht nicht, ich soll das jetzt unterschreiben. Und die Dame, die neben mir gesessen ist, die hat ja auch dazu beigetragen. Sie hat gesagt, na, der macht das schon, der ist gut, der ist seriös, glaub mir, das ist ein Lieber, ganz ein Netter. Und der hilft dir da raus und die wollte meine Wohnung da nicht verlieren. Auf keinen Fall. In diesem Moment schaltest du einfach ab. Wo diese Anwaltskanzlei war, weiß Ingrid Alper nicht mehr. Eine Vertragskopie bekam sie damals nicht. Ingrid Alper weiß bis heute nicht, was in diesem Vertrag steht. Auch nicht die Höhe der Zinsen. 2 Jahre kehrt Ruhe ein, bis zu einem Anruf. Da hat er eine Summe gesagt von über 100.000 Euro. Das wäre ihm zurückzuzahlen, jetzt, ob ich das habe. Dann habe ich mich so erschreckt. Er hat gesagt, na, das habe ich nicht. Habe ich gesagt zu ihm. Hat er gesagt, okay, passt, dann verlängern wir das wieder. Verängstigt von der gigantischen Geldsumme unterschreibt die Wienerin einen neuen Vertrag in einem Gastgarten, in dem auch ein Notar zugegen war. Doch Ingrid Alper holt die nächste Überraschung ein. Das Bezirksgericht informiert sie postalisch über einen Neueigentümer ihrer Wohnung. Ich habe gesehen, dass er sich selber als Käufer eingetragen hat. Dass ein Betrag offen sein wird, um diesem Mann das zurückzuzahlen, ja, der offen ist, das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich möchte nicht, dass so jemand wie der es mir die Wohnung uns wegnimmt. Das möchte ich nicht. Ingrid Alper fühlt sich vom Investor getäuscht. Sie wurden Vertragspartner, da er angeblich eine Wohnungsversteigerung verhindern wollte. Nun soll dieser Mann Eigentümer ihrer Wohnung sein? Sie hat Dr. Christian Horvath um Hilfe gebeten. Frau Alper, jetzt haben wir uns ein paar Jahre nicht gesehen. Ja. Wie geht's Ihnen? Was ist in der Zwischenzeit alles passiert? Ja, an und für sich geht's mir recht gut. Wir haben, also mein Hund und ich wohnen weiterhin in dieser Wohnung. Ja, da war ich schon einmal, das kenne ich ja alles. Genau, wir wohnen immer noch hier
Und ja, leider ist inzwischen dann wieder eine blöde Geschichte passiert, was sich eben auf diese Wohnung bezieht. Genau, Sie haben mir einen Beschluss geschickt. Ja. Mehr nicht. Und da steht drin, dass ein gewisser Herr Andreas vorgemerkt ist als Eigentümer. Das heißt für mich, Sie haben die Wohnung verkauft. Ja. Oder nicht? Na, also meines Erachtens nach habe ich die Wohnung nicht verkauft. Ja. Laut Ingrid Eiper sei es stets um eine Übernahme ihrer Schulden und im Gegenzug verzinste Rückzahlungen gegangen. Lediglich der Zeitraum ihrer Abzahlung sei zwischenzeitlich angepasst worden. Doch Rechtsanwalt Dr. Christian Horvath hat durch fehlende Unterlagen mit vielen ungewissen Parametern zu tun. Ja, warum haben Sie nicht gesagt, ich nehme jetzt eine Kopie mit? Oder? Ja, dann kommt die nächste Geschichte. Stimmt. Ich habe gesagt, bitte, ich möchte eine Kopie haben jetzt. Ja. Die sind aufgestanden und ins Nebenzimmer gegangen. Mhm. Und die Frau, die neben mir gesessen ist, die Dame hat mich aufgefordert, dass wir jetzt gehen müssen. Ach so. Die haben auf die Tür zugemacht. Ich habe nichts, aber auch gar nichts in der Hand. Haben Sie es weggeschmissen? Nein, ich habe nie was bekommen. Ja. Nie. Circa 25.000 Euro seien laut Ingrid Eiper anfänglich zu begleichen gewesen. Der Vertragspartner forderte nach 2 Jahren samt Zinsen 120.000 Euro. Solche Fälle sind jetzt gar nicht selten. Da versuchen natürlich findige Geschäftsmänner, ein Geschäftsmodell draus zu machen und nutzen natürlich auch die Unwissenheit aus von den Leuten, die vielleicht eine Geldnot haben oder gar nicht wissen, ob sie Schulden haben, wie viel sie Schulden haben. Und da bei der Frau Eiper, ich weiß ja noch gar nicht, um was es wirklich geht. Wir tappen noch völlig im Dunkeln, aber irgendwas stimmt da nicht bei der Geschichte. Ingrid Eiper hat Angst, dass sich ein Darlehensgeber, der ihre Schulden tilgen sollte, ohne ihr Wissen ihre Wohnung angeeignet hat. Ich weiß nicht, wie der ins Grundbuch kommt. Haben Sie einen Kaufvertrag oder in Ihrem Fall einen Verkaufsvertrag unterschrieben? Dass Sie unterschrieben haben, ich verkaufe die Wohnung an den Herrn? Nein, ich habe das erste Mal unterschrieben, beim Anwalt habe ich unterschrieben. Und ich habe ihn ja nach dem zweiten Treffen noch einmal getroffen. Und da hat mir jemand, der sich als Anwalt vorgestellt hat, ganz kurz vorgelegt. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist eine Aufschiebung. Mhm. Ich habe so eine Angst gehabt, dass sie so schnell gegangen, unterschreiben, zack, wird gezogen und aus. Diese Begegnung fand ganz zwanglos in einem Gastgarten statt, in dem sich der Investor mit einem Notar befand. Frau Eiper, ich tapp jetzt sehr im Dunkeln, gell? Ja. Sie haben da offensichtlich die Wohnung verkauft. Sie wissen nicht wie, wieso, warum und weshalb. Ja. Da gibt es einen Herrn, der hat Ihnen vielleicht irgendwo Schulden bezahlt und sagt, ihm gehört jetzt die Wohnung. Das Gute bei dem Beschluss ist vom Gericht, dass wir da noch eine Frist offen haben fürs Rechtsmittel. Mhm. Das heißt, das können wir jetzt noch anfechten. Allerdings, er ist vorgemerkt als Eigentümer. Das heißt, er hat wahrscheinlich die Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr beim Finanzamt angezeigt. Mhm. Und das Finanzamt hat ihm die Unbedenklichkeitsbescheinigung noch nicht geschickt. Mhm. Aber sobald er die hat, wird er im Grundbuch als Eigentümer eingetragen. Und da leuchten jetzt alle Alarmglocken, weil wenn er dann Eigentümer ist, können Sie ausziehen und wir wissen nicht, kriegen Sie nur Geld, wir wissen keinen Preis, wir wissen ja gar nichts. Sobald er das Papier vom Finanzamt vorlegt, geht es sehr, sehr schnell. Das heißt, wir rennen da von ein paar Tagen als Eigentümer. Sprich, also wir stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen wirklich sofort was machen. In erster Linie habe ich mich erschreckt. Ja, mir geht es nicht so besonders gut, weil ich jetzt da sehe, was da alles passieren kann. Und das ist echt eine Katastrophe, nur als Katastrophe zu bezeichnen. Ich muss jetzt einmal schauen, vielleicht gibt es da beim Grundbuch, da gibt es ja schon, er hat ja Urkunden eingereicht, vielleicht gibt es da einen Kaufvertrag, vielleicht gibt es da Vollmachten. Irgendwas muss schon dort liegen. Mhm. Das muss ich jetzt. Zum Glück gibt es das alles schon elektronisch, das kann ich dann herunterladen. Und dann machen wir gegen den Beschluss ein Rechtsmittel, das heißt Rekurs. Mhm. Weil wenn das rechtskräftig ist, ist der Zug abgefahren, gell? Ja, na, auf jeden Fall bis wir den Rekurs machen. Weil dann können sie da ausziehen, gell? Die Wohnung liegt in einem teuren Bezirk und hat einen Wert von etwa 400.000 Euro. Die Pfandrechte im Grundbuch machen viel weniger aus. Haben Sie nicht irgendwo einmal ein Geld bekommen von ihm? Nein.
Ich habe kein Geld bekommen von ihm. Hat er nicht gesagt, ich gebe Ihnen jetzt Bar, irgendein Geld als Teilkaufpreis vielleicht? Nein. Nein. Unklar ist, wie viel Geld der Vertragspartner an Ingrid Eipers Gläubiger bezahlt hat. Im Grundbuch hat Dr. Christian Horvath nur drei alte Forderungen entdeckt. Wenn ich jetzt das hochzähle, sind es drei Pfandrechte, sagt man dazu, sind vielleicht 3.000 Euro offen. Ne? In der Regel komme ich mit einem Schuldschein, das kenne ich von der Bank, wenn ich einen Kredit aufnehme. Da unterschreibe ich beim Notar beglaubigt diesen Schuldschein oder die Pfandurkunde. Mit der kommt die Bank ins Grundbuch. Aber das weiß ich, weil das habe ich unterschrieben. Die zweite Möglichkeit ist auch noch mit Exekutionstiteln. Sprich, jemand geht zu Gericht, behauptet, ich habe Schulden. Gibt es ein Verfahren oder eben nur ein verkürztes Verfahren und gibt es einen Exekutionstitel. Mit dem Titel kann man ins Grundbuch gehen und das scheint dann auf. Deswegen ist jeder Eigentümer gut beraten, von Zeit zu Zeit einmal im Grundbuch nachzuschauen, ob nicht irgendwas schlummert. Was vorher für Pfandrechte im Grundbuch waren, da gibt es wahrscheinlich eine Exekution oder irgendwas oder eine Klage. Das kriegen wir außer. Aber wir wissen nicht, wie viel der Herr Andreas für sie bezahlt hat. Das weiß auch das Gericht nicht. Aber ich sehe da jetzt aktuell nur drei kleine Forderungen. Genau genommen sind es vier, wenn ich die da oben dazu zähle, mit den 78 Euro. Da sind wir jetzt bei Hausnummer 3.000 Euro. Die hat aber nicht bezahlt, sonst wären sie schon gelöscht. Das mit dem Löschen ist jetzt auch nicht so einfach, wie jeder glaubt. Ich muss dem Gericht nachweisen, dass ich die Schuld bezahlt habe, wenn es eine Klage war zum Beispiel. Dann wird das Exekutionsverfahren eingestellt und somit die Grundbuchseintragung des Pfandrechts gelöscht. Oder der Gegner unterschreibt mir eine Löschungsurkunde, natürlich wieder beglaubigt beim Notar. Dann kann ich damit zum Grundbuchsgericht gehen und sagen, bitte löscht es das. Die Beträge, was da drinnen stehen, die kleinen, die müssen so auch bereinigen. Gell? Also es könnte einer wegen der 78 Euro eine Versteigerung machen. Ja, ich habe gehört davon, dass das oft... Ich meine, das Gute ist, den Betrag kann man dann wegzahlen. Ja. Aber es entstehen ja Schätzkosten vom Gericht. Das kostet 2.000, 3.000, 4.000, je nach Gutachter. Ja. Das ist ja auch eine Arbeit. Dann entstehen Gerichtsgebühren. Also von den 78 Euro kann nur schnell sein, dass sie mal 4.000 Euro zahlen müssen. Ja. Viele Baustellen. Doch die derzeit größte Frage ist, gibt es einen Kaufvertrag? Da müssen wir einen Rekurs machen. Und da muss ich ein bisschen Geschichtsforschung machen und schauen, was war da alles im Grundbuch drinnen. Da muss ich suchen. Da muss ich suchen. Ja, vom schlimmsten Fall will ich jetzt gar nicht ausgehen, weil es wird heißen, der Herr wird in Kürze Eigentümer. Er macht eine Räumungsklage und die Frau Eiper ist dann in einigen Monaten von der Wohnung draußen und muss sich eine neue Bleibe suchen. Dr. Christian Horvaths Mandantin Ingrid Eiper nahm ein Darlehen bei einem Investor auf und muss nun um ihre Wohnung bangen. Ihre vorherigen Ansuchen bei diversen Banken nach einem Kredit verliefen erfolglos. Wenn man als Eigentümer in die Schuldenfalle gerät, dann hat man sicher große Schwierigkeiten, bei einer Bank einen Kredit zu bekommen. Weil die Bank sagt natürlich, die Wohnung als Sicherheit ist mir zu wenig. Das Einkommen muss da sein. Da gibt es ja viele Kriterien, nach denen das die Banken geprüft haben. Das öffnet natürlich Tür und Tor für die privaten Kreditvermittler oder Darlehensgeber. Die freuen sich und die werden dann sagen, naja, wenn ich da Geld gebe, mag ich natürlich auch mit einem Pfandrecht ins Grundbuch eingetragen werden. Im Internet sind zahlreiche fragwürdige Kreditangebote zu finden, die keine Auskünfte über die finanzielle Situation der Person erfordern. Zum Vertragspartner von Ingrid Eiper lässt sich jedoch nichts Auffälliges finden. Er ist beteiligt bei einer Immobilienfirma als Gesellschafter, aber sonst, ich finde jetzt nichts. Ich kann nicht sagen, ah, Finger weg, da hätte man aufpassen müssen. Ich kann ihn nicht ins schlechte Licht drücken. Doch wie kommt es zum Grundbuchbeschluss, der Ingrid Eipers Darlehensgeber demnächst zum neuen Wohnungsinhaber machen könnte? Das Grundbuch gibt es in Österreich seit 1883. Das öffentliche Eigentumsverzeichnis listet alle bebauten und unbebauten Grundstücke auf. Es beinhaltet Informationen zur Lage, den Rechten und Lasten eines Grundstücks, wie Hofrat des Obersten Gerichtshofs Prof. Dr. Jürgen Rassel erklärt. Es gibt die Möglichkeit,
Pfänder einzutragen. Da gibt es keine Untergrenze. In Extremfällen können es auch wenige Euro sein, um Druck zu machen, weil dann fühlt sich vielleicht der Schuldner veranlasst, das schnell zu tilgen, um die Liegenschaft nicht zu verlieren. Und es gibt auch keine Obergrenze. Wenn eine Wohnung versteigert wird, dann wird das sogenannte Meistpot, das ist der Kaufpreis, verteilt. Das geht streng nach Rangprinzip. Das bekommt der Gläubiger, der an erster Stelle steht, und wenn es sonst keinen anderen Gläubiger mehr gibt, dann bekommt eben der frühere Eigentümer den Rest zurückgezahlt. Doch welche Pfandrechte bzw. Schulden hat der Darlehensgeber von Ingrid Aiper gezahlt? Derartige Löschungen sind in der Grundbuchshistorie zu finden. Im Verzeichnis der gelöschten Eintragungen wird ganz genau aufgelistet, wer früher Gläubiger war und wer früher im Grundbuch eingetragen war. Wir haben auch eine Urkundensammlung. Die Urkundensammlung ist auch schon elektronisch umgestellt. Und auch hier kann ich recherchieren. Und auch hier finde ich alle Urkunden, die Grundlage einer Grundbuchseintragung waren. Dr. Christian Horvath prüft alle hinterlegten Dokumente zu Ingrid Aipers Eigentumswohnung. Die Wienerin unterzeichnete offenbar eine Vollmacht und es gibt einen Kaufvertrag. Jedoch ohne Ingrid Aipers Unterschrift. Die Gegenseite hat im Kaufvertrag selbst niedergeschrieben, dass sie fast 117.000 Euro bezahlt hätte. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ergibt sich weder aus den Schulden, was ich im Grundbuch gefunden hätte, noch sonst irgendwie. Also ich weiß es wirklich nicht. Und das wird uns der Gegner noch wirklich darlegen müssen. Frau Aiper spricht selbst von 25.000 Euro. Laut Vertrag wären aber über 117.000 Euro Schulden übernommen worden. Wir haben jetzt eine klassische Anfechtungsklage bei Gericht eingebracht. Das heißt, wir wollen, dass der Kaufvertrag für ungültig erklärt wird, dass der unwirksam ist. Und wir haben mal dem Gericht mitgeteilt, dass eine Überschreitung der Vollmacht stattgefunden hat, weil die ganzen Bedingungen, was im Kaufvertrag stehen, das hat man mit der Frau Aiper ja nie besprochen und vereinbart. Wenn Dr. Christian Horvath den Vertrag erfolgreich bekämpft hat, wäre Ingrid Aipers Wohnung gerettet. Ihre Schulden in Höhe von etwa 25.000 Euro wären aber wieder zurück. Was wir aber nicht lösen können, ist natürlich der Schuldenstand von der Frau Aiper. Wenn der Herr was bezahlt hat, muss die Frau Aiper ihm das natürlich zurückzahlen. Das ist auch klar. Ingrid Aiper wollte ein verzinstes Darlehen. Ein Verkauf ihrer Wohnung sei nie Vertragsgegenstand gewesen. Das sieht der Darlehensgeber anders. Der Herr hat sich jetzt auf Anfrage von uns gemeldet und er hat telefonisch mitgeteilt, dass er sich jetzt nicht mehr erinnern kann, wie genau der Kontakt mit der Frau Aiper zustande gekommen ist. Sie wollte nur für 5 Jahre ein Geld haben, sprich ein Darlehen. Das hat er ihr bezahlt. Die Frau Aiper hat gesagt, sie will ihre Wohnung nicht verlieren. Aber sie hat sich dann nie mehr gemeldet. Er hat öfters probiert, sie zu kontaktieren. Er hätte gern das Geld zurückgehabt. Deswegen war er quasi gezwungen, das mit der Wohnung, mit dem Kaufvertrag durchzuführen. Wobei die Frau Aiper selbst gesagt hätte, der Preis von 180.000 ist in Ordnung. Die Wohnung ist zum jetzigen Zeitpunkt einmal sicher mehr als doppelte wert. Also da reden wir von Beträgen jenseits über 400.000 Euro. Man muss natürlich jetzt rückrechnen und sagen, was war die Wohnung vor 2 Jahren wert. Kommt man sicher auch auf einen großen Betrag, mehr als doppelte, aber sicher nicht auf 180.000 Euro. Der Rechtsanwalt möchte eine Vertragsauflösung wegen Verkürzung über die Hälfte erwirken, da ein gravierendes Ungleichgewicht zum eigentlichen Immobilienwert besteht. Doch erst möchte er klären, wie seine Mandantin zu den Aussagen ihres Vertragspartners steht. Er hat gesagt, sie wären damals einverstanden gewesen mit dem Kaufpreis von 180.000 Euro. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht, weil ich weiß gar nicht, dass der einen Kaufpreis im Kopf gehabt hat. Ja. Dann hat er weiters gesagt, er hätte Ihnen 60.000 Euro im Bar übergeben. Mhm. Haben Sie was gekriegt von ihm? Nein, ich habe von ihm überhaupt nichts gekriegt. Also ich habe mit Geldübergabe überhaupt nichts zu tun. Ja, ich schwöre es Ihnen, Herr Doktor, ich habe keine 60.000, nicht einmal einen Cent, keine 60.000, ich weiß nicht einmal, wie das ausschaut, so ein Bündel. Das habe ich noch nie gesehen. Nein, er hat mich immer gefragt, ob ich über 100.000 Euro habe. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, um Gottes Willen, das habe ich nicht. Mhm. Und er hat schon einmal erwähnt, dass er dann irgendwie Übergriff auf Wohnungen nimmt. Das hat er erwähnt. Er sagt auch, dass er 25.000 Euro bezahlt hat an Pfandrechtsgläubigen, die im Grundbuch gestanden sind. Ja,
das Mitte 25 das Kind hinkommen. Ich habe irgendwann so bei 20. Ja. Die Frau Eiber bestreitet vehement, dass sie 60.000 Euro im Bar bekommen hätte. Das kann ich ja nachvollziehen, weil sie sagt, so viel Geld hat sie noch nie in der Hand gehabt, weil es ist ja doch ein Backel und da zählt man eine Weile. Also wenn man das in einem Café überreicht bekommt, da sitzt man sich einmal 10 Minuten und zählt alles durch. Klingt wirklich komisch, dass jemand 60.000 Euro im Bar eingesteckt hat, mit dem Geld herumläuft und dann behauptet, ich habe es der Frau Eiber gegeben. Bei den 25.000 sagt die Frau Eiber, ja, das kann schon stimmen. Das muss uns der Gegner sowieso noch nachweisen. Wenn die Summe stimmt, dann muss das die Frau Eiber ihn zurückbezahlen. Und da hätte sie jemanden, der ihr das Geld borgt und sie könnte es dann bezahlen. Dr. Christian Horvath hat gegen den Beschluss, der den Herrn demnächst zum neuen Wohnungseigentümer macht, Rechtsmittel eingebracht. Inzwischen gibt es einige Neuentwicklungen. So, Frau Eiber, ein bisschen Zeit ist vergangen. Ich habe ein bisschen was ausgehoben. Ja. Das heißt, ich habe jetzt einmal eine erfreuliche und eine weniger erfreuliche Mitteilung für Sie. Die nicht erfreuliche fangen wir mit der an. Wissen Sie, dass Sie die Wohnung verkauft haben für 180.000 Euro? Nein. Ja. Nein. Ja, wirklich. Steht, was? Es gibt einen Kaufvertrag, da steht drin 180.000 Euro. Das habe ich aber noch. Habe ich das da unterschrieben? Nein, Sie haben es nicht unterschrieben. Das ist das Nächste. Sie haben es nicht unterschrieben, sondern der Herr Andreas hat es unterschrieben. Er hat es als Käufer unterschrieben und als Verkäufer. Okay. Er hat sich Ihre Wohnung verkauft. Es gibt dann eine Vollmacht, die Sie unterschrieben haben. Die ist auch beglaubigt, da war ein Notar zugegen. Das ist so eine Generalvollmacht, dass er, der Herr Andreas, alles machen darf. Sprich, mit der Vollmacht hat er dann für sich selber den Kaufvertrag errichten lassen. Und jetzt ist das Allerbeste, Übergabszeitpunkt, Sie haben die Wohnung schon übergeben mit 1. August. Das heißt, Sie dürften jetzt gar nicht mehr drin wohnen. Die Aussagen von Mandantin und Vertragspartner könnten nicht widersprüchlicher sein. Insgesamt ist die ganze Abwicklung undurchsichtig. Das Besondere ist jetzt noch gar nicht, dass jemand für sich selber einen Kaufvertrag unterschreibt, weil es gibt solche Vollmachten, das ist zulässig, da gibt es genügend Entscheidungen dazu. Das heißt ja in sich Geschäfte, das ist möglich. Nur die Begleitumstände passen nicht. Wenn man sich den Vertrag anschaut, dass er ins Grundbuch kommt, ohne einmal den Kaufpreis zu überweisen, dass er nicht die Gewährleistung ausschließt, sondern die Gewährleistung extra vereinbart. Die Frau Eiber hätte natürlich, wenn man jetzt die Verjährungsfrist hernimmt für die nächsten 3 Jahre, im Sinne der Gewährleistung für ziemlich alles gehaftet. Jetzt kommen wir aber zum Guten. Wir haben ja gesagt, wir machen einen Rekurs. Ja. Das Rechtsmittel. Ja. Und das haben wir gewonnen. Okay. So. Was bedeutet das gewonnen? Das heißt, er wird jetzt ausgetragen aus dem Grundbuch. Also wir haben jetzt einmal einen wichtigen Erfolg. Ja. Dass wir den einmal jetzt aus dem Grundbuch rausbringen. Mit diesem Beschluss vom Gericht? Genau, richtig. Das haben wir jetzt zum Glück einmal erledigt. Als der Herr Doktor mir diese Nachricht überbracht hat, da habe ich mich so gefreut über diesen Erfolg, weil es ist einfach, ich will einfach in meiner Wohnung bleiben. Ich habe mich so gefreut, dass er ihn da rausgekriegt hat, dass er als Besitzer nicht eingetragen ist. Wir müssen ja noch jetzt trotzdem eine Klage machen, ja, und das ganze Geschäft anfechten. Ich bin sogar so weit, dass ich sage, vielleicht müssen wir da zum Staatsanwalt gehen. Mhm. Das passt mir alles irgendwo nicht, gell? Ja. Das ist für mich nicht sauber. Dank Rechtsanwalt Dr. Christian Horvath hat die Wienerin wieder etwas Hoffnung. Jedoch ist es nur ein kurzes Aufatmen. Ich muss jetzt natürlich alle Verträge, was die Frau Eiber unterschrieben hat, einmal anfechten. Das betrifft die Vollmacht, das betrifft jetzt das Grundgeschäft, den Kaufvertrag. Vielleicht gibt es sonst auch noch irgendwelche Unterschriften. Das werden wir noch in einem Zivilverfahren klären. Dann sehen wir uns wieder in einem, ja, Zirkus, gell? Bitte. Aber im Moment Fall kann einmal nichts passieren. Ja, danke schön. Fein, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, gell? Danke. Ich finde dich auch. Auf Wiedersehen. Danke, wiederschön.